Wir haben diese Woche ein neues Buch angefangen, Sefer Vayikra. Also wir haben die letzten Parashot, da war der ganze Auszug aus Ägypten, im Sefer Shemot, Auszug aus Ägypten, nachher den ganzen Aufbau vom Mishkan, von unserem Tempel. Und jetzt, wo schon der Mishkan aufgebaut ist, jetzt dieses Buch beginnen wir schon, Tachles, Lemaise, wir beginnen schon mit der Opfergabe. Wie tun wir jedes Opfer darbringen? Und Rav Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, er hat eine Frage gestellt, eine sehr, sehr große Frage. Die Opfer, die waren sehr, sehr mächtig. Jedes Opfer, den wir dargebracht haben, besonders das Ständigopfer, Korban HaTamid. Wir haben ein Opfer in der Früh und ein Opfer am Abend dargebracht. Und das Opfer, das wir am Abend dargebracht haben, es hat uns alle Sünden von der ganzen Nacht weggelöscht. Und das Opfer, das wir in der Früh dargebracht haben, hat uns alle Sünden, die wir in der Nacht gemacht haben, weggelöscht und das von Abend über den ganzen Tag. Das heißt, wir waren, auch wenn wir gesündet hätten, waren wir sündenlos. Die Opfer, die waren da, um uns zu beschützen. Also diese Opfer haben uns beschützt. Eine sehr, sehr große Macht. Unsere Weisen sagen, hätten unsere Feinde gewusst, wie wertvoll diese Opfer nicht für uns, sondern für sie selbst sind, was für ein großer Segen für sie auf dieser Welt kommt, hätten sie nie im Leben den Tempel zerstört und hätten sogar eigene Wächter rund um den Tempel gestellt, um den Tempel aufzubewahren, damit er nicht zerstört wird. Und jetzt fragt der Chida, Rabbi Chaim Yosef Leber Azulay, er fragt, wenn die Opfer so mächtig sind und wenn die Opfer uns beschützen, wie ist es nachher dazu gekommen, zum Zeit des Tempels, wo die Opfergabe stattgefunden hat, wie ist es dazu gekommen, dass die Feinde Jerusalem zerstört haben, dass die Feinde den Tempel Bet HaMikdash zerstört haben? Die Opfer waren ja da, die Opfer sollten uns eigentlich beschützen. Es sollte gar nicht zur Zerstörung des Tempels kommen, dank den Opfern. Und er bringt einen Maschal, ein Beispiel, von Magid Midumna ein Beispiel, mit dem kann man es sehr, sehr gut verstehen. Und zwar, es gab einen Bauer, er hatte gehabt seine Kühe, Kühe, Schafe und so weiter. Und nicht weit von diesem Bauer, von seinem Hof, gab es auch ein Feld, das gehört hat, den Paritz. Paritz, das ist so wie der Bürgermeister, das ist eine mächtige Person. Und eines Tages, die Kühe von diesen Bauern sind auf das Feld von diesen Paritzer eingedrungen. Da wird gefräst und so, der Paritzer hat das gesehen, was soll das sein? Die Kühe noch dazu, von wem? Von diesen Bauern auf meinem Feld? Ich werde ihn jetzt bestrafen. Sofort, er geht dorthin und nimmt seine Kühe von ihm weg und sagt, er bekommt für mich nachher eine Strafe. In einem Monat wirst du mein Urteil bekommen. Jetzt, er hat Angst gehabt. Was soll ich jetzt machen? Er hat meine Kühe genommen. Das ist meine Parnusse, von dem lebe ich. Mein Lebensunterhalt. Und außerdem in einem Monat ein Beschluss. Wer weiß, was er entscheiden wird. Er hat gehört von seinem Freund, dass sein Freund auch einmal so etwas passiert ist. Nun, der Freund lebt und seine Kühe sind auch bei ihm. Er fragt ihn, was hast du gemacht, dass du verschont wurdest? Er sagt, ich bin zu ihm gegangen, habe ihn angefleht, um Entschuldigung gebeten, es wird niemals passieren. Und ich habe ihm einen Korb voller gute Früchte, ich habe ausgesucht die schönsten Früchte, einen ganzen Korb habe ich mitgebracht und es ihm gegeben. Und nachher, er hat mir verziehen und mir die Kühe wieder zurückgegeben und gesagt, das nächste Mal mache ich es nie mehr wieder. Ah ja, so geht das, sehr gut. Was hat er gemacht? Er hat sofort genommen einen Korb und wie schöne Früchte, voll mit schönen Früchten befüllt, kommt zu diesem Paritz nach Hause, klopft an, er ist nicht zu Hause. Seine Diener machen die Tür auf. Wo ist er? Der Paritz ist nicht da. Okay, schau, ich bin gekommen, sagt ihm, das ist von mir, legt es auf den Boden und er geht sofort zum Stall und nimmt die Kühe weg. Jetzt hat er gesehen, der Wächter vom Stall hat gesehen, er kommt, war drinnen im Haus.
Jetzt kommt er, sicher, die haben irgendeine Vereinbarung gemacht und er nimmt diese Kühe zurück. Er nimmt diese Kühe mit nach Hause und der Paritz nachher kommt nach Hause, er sieht, auf dem Boden liegt ein Korb mit Früchten und die Kühe sind vom Stall, sind sie weg. Wo sind die Kühe? Ja, der eine Typ, der war da und hat alles weggenommen. Wie, was? Er hat das hergebracht und ist weggegangen. Er sofort holt sie ihm wieder her. Wer hat dir erlaubt, die Kühe mitzunehmen? Und da jetzt alle Kühe wieder zurück, jetzt wirst du ausgepeitscht. All diese Früchte hat er ihm mit diesen Früchten beworfen. Und jetzt sagt er, bekommst noch eine doppelte Strafe. Warum? Wie? Was? Bei meinem Freund hat das geholfen. Welcher Freund? Ja, deine. Ah, sagt er, ich erkläre dir jetzt. Dein Freund, er hat seinen Fehler eingesehen. Er ist zu mir gekommen, ist auf die Knie gefallen, hat geheult wie ein Baby. Bitte verzeih mir, es tut mir leid, es wird nie wieder passieren. Und er hat um Entschuldigung gebeten und er hat gesagt, es wird nie wieder passieren. Nachher, als Zeichen, dass er es wirklich ernst meint, er hat mir noch gebracht einen Korb mit diesen Früchten. Und ich habe gesagt, ja okay, wenn er wirklich sein Fehler so einsieht und dass es wirklich leid tut und es wird nie wieder passieren. Ich habe ihm verziehen und gesagt, okay, mach es nie mehr wieder und nimm deine Kühe und geh weg. Aber du kommst als Malabai, als du willst mich mit diesen Früchten bestechen, gibst mir diese Früchte und gar keine Entschuldigung, gar kein Einsehen. Sagt der Chida, genauso war das mit den Opfern. Die Opfer, die sind mächtig, die sind sehr, sehr stark, sehr, sehr groß, aber wann? Wenn du selbst diese Opfer schätzt, wenn du selbst weißt, dass diese Opfer wirklich von deinem ganzen Herzen kommen, du kommst und sagst, ja, eigentlich das, was jetzt mit diesen Opfern passiert, sollte eigentlich mit mir passieren. Ah, in so einem Fall, Gott sieht es ein, diese Opfer haben nachher ihre Macht und können dich beschützen. Aber wenn die Opfer nur so wie bei dem zweiten, du legst, kommst hin und ja, tschick, tschack, geht schon, ich muss schnell, jetzt, ich habe noch einen Termin. Wo soll ich hinlegen, was soll ich machen? Nein, so geht das nicht. So haben diese Opfergabe hat nachher nicht ihre Macht. Dasselbe, heute haben wir keine Opfergabe. Heute haben wir die Gebete. Dasselbe gilt genau bei den Gebeten. Viele Leute fragen, wieso werden unsere Gebete nicht anhört? Ich bete so viel um. Ja, wenn du selbst an deine Gebete nicht glaubst, wenn selbst deine Gebete nicht ordentlich vom ganzen Herzen kommen, werden deine Gebete nicht anhört. Du musst selbst daran glauben, du musst selbst kommen und wissen, ich bete jetzt vom ganzen Herzen die Reue zeigen, dann hat es auch eine Macht. Wir haben gelesen einen Pasuk, es steht so geschrieben, Adam ki akriv mikem korban la Hashem. Das muss ich euch jetzt erzählen. Adam ki akriv mikem korban la Hashem min ha-behema. Der Mensch soll darbringen ein Opfer an Gott, von dem Vieh. Mina Behema. Mina Behema, velo mina Chaya. Es gibt die Tiere, die, so wie die Haustiere, Kühe, Schafe, Ziegen, das sind Behema. Und es gibt Chaya, es gibt nachher die Tiere, das sind die wilden Tiere. Ja? Rabbeinu Bachje über diesen einen Pasuk schreibt so, und das will ich jetzt euch zitieren, sehr, sehr stark. Warum ausgerechnet von der Behema, also von den Tieren, die nicht von den wilden Tieren, was ist das Gegenteil von den wilden Tieren? Es gibt so einen Chaya und Behema auf Deutsch, einen Unterschied? Nutztiere. Ja, vielleicht Nutztiere. Behema, Nutztiere, kann sein. Jetzt. הכשיר הכתוב קורבן הבהמות שהן נרדפות ופסל החיות שהן רודפות. אוי! Die Torah hat uns gesagt, die Opfer, die sollen kommen von den Tieren, von den Behemot, שהן נרדפות, die verfolgt werden, die gehetzt werden. ופסל החיות שהן רודפות und unkoscher, untauglich, ein Opfer von den Chayot, von den Wildtieren, die immer kommen und ihre Beute nehmen. Und wir sehen da schon Chazal,
davon haben unsere Weisen gelernt. Baba Kama Seite 93 und Shabbat Seite 88b. Heve mina olvin, mina aluvin velo mina olvin. Sei von denen, die beleidigt werden, und sei niemals derjenige, der beleidigt. Sheare en lecha nirdafim ba'ofot ketorim b'nei Yonah. Ve'echshirana katub lagabe ha'mizbeach. Diejenigen, die am meisten gefangen werden und geschlachtet werden, das sind die Tauben, Torim und Bnei Yonah, ja, Tauben und also diese, die koscheren Geflügel. Andererseits Adler, werden Adler gejagt? Benutzen wir sie tagtäglich für ein Wiener Schnitzel? Nein. Was gibt es mehr? Gibt es die Tauben, die Hühner mehr oder gibt es die Adler mehr? Es werden immer mehr Hühner sein und immer mehr Tauben sein, obwohl sie täglich hunderte von Tausenden werden täglich geschlachtet. Adler, man versucht sie noch in irgendein Schutzgebiet zu halten. Wenn man eins hat, dann füttert man es und niemand wäre auf die Idee gekommen, so eins zu schlachten. Aber trotzdem, du siehst, dass es die Mehrheit existiert bei denen, die verfolgt werden. Bei denen, die gehetzt werden, bei denen, die abgeschlachtet werden. Oi, vezeu shamru eve min aluvin velo min aulvin. Min anidrafin velo min arudfin. Veuchichu et chazal min apasuk. Unsere Weisen haben es noch von einem Vers in der Tora gelernt. Im Buch Shoftim, Buch der Richter. Veohavav ketzet ha-shemish bigvurato. Oi, diejenigen, die Gott liebt, wie sind sie? Kezeta shemish bigvurato. Sie sind so wie die Sonne, die aufgeht. So sind diejenigen, die Gott liebt, die immer verfolgt werden, die immer beleidigt werden. Warum hat er die Sonne verglichen, oder den Sonnenaufgang verglichen mit den verfolgten Tieren, mit denen, die verfolgt werden, mit denen, die gehetzt werden. Wenn katuv ki kara katuv alovim oavav, wenn shilam kashemesh, warum? Weil die Sonne, ganz am Anfang, die Sonne hat nichts gemacht. Kommt plötzlich der Mond, beide waren gleich groß, sagt, was soll das sein? Zwei Könige mit einer Krone können nicht herrschen. Ah, so sagt Gott. Wer war jetzt derjenige, der Angreifer? Das war der Mond. Derjenige, der angegriffen wurde, das war die Sonne. Sagt Gott, okay, die Sonne, du wurdest angegriffen und du hast nichts zurückgesprochen. Nichts steht geschrieben, dass die Sonne irgendwas gesagt hat. Die Sonne war, der Mitkere auf Jiddisch, Nafasiach, also er hat nichts gesagt. Sonne war leise, hat nichts gesagt, sagt, aha, du warst leise, hast nichts gesprochen. Du wirst täglich in der Früh, wirst du immer strahlen. Mond, du hast begonnen zu sprechen, hast verfolgt jemanden, wolltest jemanden kleiner machen. Du wirst jetzt klein. Und deswegen, und wir haben sehr, sehr viele Geschichten auch erzählt, über dem unsere Weisen erzählen uns das. Wenn du in irgendeine Situation geratest, wo dich irgendjemand beleidigt, irgendjemand kränkt, und zu diesem Zeitpunkt, du hast etwas zu sagen. Du hast eine Zunge, wie eine Messerklinge. Aber du haltest dich zurück und sagst, ich antworte nichts. Du schweigst und sagst nichts. Da zu diesen Zeiten, wenn jemand sich irgendeinen Wunsch wünscht, diese Wünsche werden erfüllt. Wir haben mehrere Geschichten erzählt und jetzt eine Geschichte frisch von Ofen rausgekommen. Und zwar in Jerusalem lebt ein Ehepaar. Ein Ehepaar, sie haben ein Kind bekommen und während der Schwangerschaft und während der Geburt gab es ein paar Komplikationen und nach der Geburt, es war so, dass wirklich durch Wunder irgendwie hat sie geboren und beide sind lebendig geblieben, doch die Ärzte haben entschlossen, nach der Geburt, sie darf keine Kinder mehr bekommen, weil es ist lebensgefährlich für sie, noch ein Kind zu bekommen. Sie haben ein Kind. 9 Jahre lang das Kind. Jedes Mal fragte die Mutter, den Vater, warum alle meine Freunde haben Geschwister, ich habe keinen Bruder.
Warum alle, ich will auch keinen Bruder haben, wieso haben alle Geschwister und ich nicht? Die Eltern haben gedacht, er ist noch klein, wenn er wächst, wir werden ihm noch darüber erzählen. Aber ich habe mir gesagt, ja, wird noch kommen, langsam, langsam, nicht jeder hat und so weiter. Eines Tages kommt das kleine Kind, 9-jährige Kind, kommt zu seinem Vater. Und er fragt ihn, Papa, wenn ein Kind geboren wird, eine Woche vor Shavuot, das heißt, wenn die Brit Milah an einem Shavuot stattfindet, tut man am Shavuot Brit Milah machen oder tut man die Brit Milah verschieben? Der Vater war erstaunt von dieser Frage. Was hat das jetzt mit? Er sagt ihm, ja, mein Sohn, wir beschneiden auch am 8. Tag, auch wenn es am Shabbat fällt, tun wir die Beschneidung machen, die Brit Milah, umso mehr Shavuot, auch zu Shavuot ist ein Yom Tov, auch da Brit Milah macht man am selben Tag. Und aus Schlaf, Kindlein schlaf, Kind hat geschlafen und alles geht weiter. Ein paar Tage später, die Mutter, sie geht eine normale Untersuchung in der Klinik zu machen, normale Untersuchungen. Plötzlich wird festgestellt, die Frau ist schwanger. Aber wie? Es war für sie verboten und sie hat noch alles getan, damit sie nicht schwanger wird. Die gehen zum Arzt, der Arzt sagt, das ist lebensgefährlich. Wenn sie jetzt diese Schwangerschaft durchhält, entweder sie oder das Baby, eins von den beiden wird sicher sterben. Deswegen sofort eine Abtreibung. Gleich am nächsten Tag in der Früh ein Termin für die Abtreibung, weil es gefährlich ist, das Kind darf nicht wachsen und deswegen gleich am nächsten Tag die Abtreibung machen. Aber dafür kann er aber noch machen. Wenn es lebensgefährlich ist, muss man es machen und sicher nur bei Zustimmung von Rabbiner. Man fragt von Rabbiner. Der Mann hat seinen Rabbiner angerufen, Quoder Rab, so und so ein Fall. Der Rab hat sicher lebensgefährlich, wenn die Ärzte sagen, es lebensgefährlich ist und es wurde schon vorher schon abgeklärt, dass es lebensgefährlich ist. Deswegen auch der Rabbiner hat gesagt, da man muss es abtreiben. Doch der Mann plötzlich am Abend, er denkt sich, Moment, wieso hat mein Sohn überhaupt diese Frage gestellt? Mit dem Brit Milah, Shavuot. Nun, er geht zu seinem Zimmer, sagt mit ihm am Abend vor dem Einschlafen, Schma Israel. Und nachher fragt er ihn, sag mal, mein Sohn, du hast mich gestern diese Frage, vor ein paar Tagen hast du mich diese Frage gestellt, bezüglich Brit Milah, Shavuot, wie bist du auf diese Frage gekommen? Sagt der Papa, du hast doch damals erzählt, mehrere Geschichten, dass Leute, die beleidigt wurden und Leute, die gekränkt wurden, wenn sie geschwiegen haben, es ist eine Schatration, die beste Zeit, seine Wünsche zu wünschen. Und er hat gesagt, ein paar Tage davor in der Schule, einige Kinder, sie haben mich beleidigt bis zum geht nicht mehr. Und ich war so gekränkt. Die haben sich also noch zusammengesetzt. Mobben nennt man das heute. Ja, Mobben. Und die haben sich zusammengesetzt und wirklich die ganze Klasse, alle gegen mich. Und die haben mich so stark beleidigt. Ich bin zur Seite gerannt, habe begonnen zu weinen. Nochmal, es ist ein 9-jähriges Kind. Habe begonnen so stark zu weinen und gesagt, lieber Gott, du weißt, ich konnte jetzt antworten, ich konnte jetzt reden, aber mein Papa hat mir damals diese Geschichten erzählt und ich schweige jetzt, ich sage nichts zurück, ich bitte dich deswegen, lieber Gott, gib mir einen Bruder. Und nachher, ein 9-jähriges Kind, noch einmal, das ist, nachher, ich war mir so sicher, dass mein Gebet angenommen wurde, ich bin sofort zum Kalender gerannt und habe gesehen, von heute, wann sind diese 9 Monate fertig. Und habe gesehen, genau eine Woche vor Shavuot. Und deswegen, ich habe mich gefragt, ob das jetzt, man kann machen, Brit Milah, man kann nicht machen. Der Vater, er konnte seine Tränen nicht mehr abhalten. Er hat begonnen zu weinen dort in den Kindern, sagte, nein, nein, alles in Ordnung. Geht mit Tränen in den Augen zu seiner Frau, erzählte das Ganze vom Kind, und jetzt die Frau sagt, du, wenn es so ist, dann, wir müssen nochmals den Rat fragen. Vielleicht dürfen wir gar nicht abtreiben in so einem Fall. So ein Gebet von so einem Kind, das von so einem reinen Herzen kommt, vielleicht dürfen wir gar nicht abtreiben. Nun, sie rufen wieder den Rab an, der Rab sagt, da es handelt sich um
Pikuach Nefesh um Menschenleben. Ich bin nicht groß genug dazu, um solche Entscheidungen zu treffen. Geht zu den größeren Rabbinen, Gdolei Ador, und fragt bei denen nach. Nun, die haben nachher bei den großen Rabbinen nachgefragt und die Rabbinen haben gesagt, wenn der Mann und die Frau einen starken Glauben haben an Gott und sich auf Gott verlassen, können sie diese Schwangerschaft einhalten und Be'ezrat Hashem, die werden keinen Leid davon sehen. 9 Monate vergehen, 8 professionelle Ärzte waren dort in dem Kreißsaal. Und Gott sei Dank, die Geburt war ordentlich, beide leben, die Frau und das Kind. Die Brit Milah war übrigens ein paar Tage nach Shavuot, nicht genau zu Shavuot, aber trotzdem, es verringert überhaupt nicht von dieser riesengroßen Tat, die das war. Ein 9-jähriges Kind, von der biologischen Hinsicht her, konnte man keine Kinder bekommen. Aber schau da, wenn von einem reinen Herzen kommt, du wurdest beleidigt, du wurdest gekränkt. Du kannst antworten, aber du schweigst, sagst, nein, ich werde jetzt nicht antworten. Zu diesem Zeitpunkt, das ist die beste Zeit, seine Wünsche zu wünschen. In so einem Fall, wünsch und du wirst sehen, deine Gebete werden anerkannt.